I'll answer the question. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth! You can't handle the truth! Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhängst, dass du nicht tust, was dich gelüstet an meinem heiligen Tage, wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tage Yahweh ehrenwert, wenn du ihn ehrst, also, dass du nicht deine Wege gehst und nicht dein Vergnügen suchst, noch eitle Worte redest, alsdann wirst du an Yahweh deine Lust haben. Ich will dich über die Höhen des Landes führen und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Ja, der Mund Yahwehs hat es verheißen. You can't handle the truth! Gleich zu Beginn der Schöpfung legt Elohim die Ordnung von Arbeit und Ruhe für die gesamte Menschheit fest. Aus der Tora wissen wir, dass der allmächtige Schöpfer 6 Tage arbeitete und am 7. Tag ruhte. Während die Arbeitstage lediglich nach ihrer Nummer benannt werden, wird der 7. Tag spezifisch benannt, geheiligt und gesegnet. Der Schabbat. Wir lesen, dass ausdrücklich der 7. Tag von Elohim abgesondert und geheiligt wurde. Warum aber wurde speziell dieser Tag geheiligt und gesegnet? Weil er an diesem Tag ruhte. Als ein Zeichen für den Bund Jahs finden wir die Zahl 7 auch an anderen Bibelstellen, zum Beispiel im 7-armigen Leuchter der Menorah im Tempel, in den 7 Farben des Regenbogens, im Versprechen Gottes, nie wieder die Welt durch eine Flut zu richten, und in den 7 Sendschreiben an die Gemeinden in Kleinasien durch Jeschua. Der 7. Tag ist Yahwehs unmissverständliches Zeichen und trägt sein Siegel. Das Gebot, den Schabbat zu heiligen, gilt für alle Generationen. Die Tora lehrt uns, 6 Tage zu arbeiten und am abgesonderten 7. Tag auszuruhen. Da es in der Tora aber heißt, 6 Tage sollst du arbeiten, widerspricht das Konzept eines 2- bis 3-wöchigen Urlaubes, in dem man am Strand liegt und nichts tut, dem Gebot Elohims. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Der Tag, den wir Samstag nennen, ist der Schabbat, welchen der Schöpfer im Ursprung bestimmt hat. Auch heute noch trägt der 7. Tag in einigen Sprachen noch seinen ursprünglichen Namen. Sobota in Polnisch, Sabato in Griechisch, Sabato in Italienisch, Sabado in Spanisch, Sambata in Rumänisch. Wenn du das Wort Sonntag in einem Nachschlagewerk suchst, findest du oft die treffende Erklärung: der 1. Tag der Woche. Das ist nicht der Schabbat Yahwehs. Der Schabbat ist nicht der 1. Tag der Woche. Am 1. Tag ruhte Yahweh nicht, er arbeitete. Der Schabbat ist jedoch nicht nur ein Tag des Ausruhens und Erholens. Es ist auch ein Tag, an welchem wir dem Wort Gottes, der Tora, Zeit widmen. Wenn wir an jedem Schabbat eine frische Portion von Elohims Wort aufnehmen, entspricht das dem Erneuern der Schaubrote im Tempel, was an jedem Schabbat durch den Hohepriester geschah. Auch Jeschua und seine Jünger hielten es so. Außerdem ist der Schabbat eine Zeit des Zusammenseins und der Anbetung und Genießens der Schöpfung Gottes, wobei sich der Sinn des Schabbats darin natürlich nicht erschöpft. Wir wissen, dass das Friedensreich Jeschuas 1000 Jahre währen wird. Seit der Schöpfung sind ca. 6000 Jahre verstrichen. Es wird angenommen, dass die Zeit, die den Menschen auf der Erde gegeben ist, bevor die Regentschaft des Königs, der Könige, beginnt, den 6 Arbeitstagen entspricht. Das sind die 1000 Jahre, die messianische Zeit genannt werden, in denen Yahwehs Shalom auf der Erde regiert. Arbeiten wir 6 Tage und ruhen am Schabbat, so weisen wir mit unserem Leben Woche für Woche darauf hin, dass unser Mühen und Plagen auf die Wiederkunft des Messias hin geschieht. Ist jemand der Auffassung, er arbeitet nur für diese Welt, so hat der Schabbat für diese Person keinerlei Bedeutung. Alles ist dem Geld untergeordnet. Da man hart arbeitet und im System voranzukommen versucht, meint man nachher das wohlverdiente Recht auf Belohnung zu haben. Auf ein paar Früchte für die harte und schwere Arbeit, also den Urlaub, den man glaubt, sich verdient zu haben. Nach vielleicht 3 Wochen beginnt sich dann die Mühle von Arbeit und Belohnung von vorne zu drehen und man verbringt den Rest des Jahres damit, sich nach dem nächsten Urlaub zu sehnen. Das entspricht dem Denken eines Sklaven.
Ein entscheidender Hinweis, auf diese Weise zu arbeiten mit einer solchen Aussicht, bedeutet im Dienst eines anderen zu stehen. Und das ist nicht der Schöpfer. Damit ich nicht falsch verstanden werde, wir sollen natürlich arbeiten für unser Brot. Die Frage ist nur, wer und was ist im Fokus all unseres Tuns? Unser Blick als Anbeter Elohims sollte auf die himmlischen Dinge gerichtet sein. Den Schabbat zu halten hat geistlich gesehen noch eine weitere Bedeutung. Wenn wir den Schabbat halten, befinden wir uns mit Yahwehs Plan bezüglich Arbeit und Belohnung auf einer Linie. Halten wir 6 Tage durch, können wir uns am 7. Tag ausruhen. Das ist ein Symbol für das kommende Reich des Messias. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Die gegensätzliche und unbiblische Ansicht entspricht hingegen dem Wesen der Welt und der gängigen zahlreichen Religionen. Lebe jetzt, bezahle später. Das ist definitiv nicht, was Yahweh für seine Kinder im Sinn hat. Er möchte die Kinder seines Bundes segnen. Also ja, lasst uns in den Bund mit unserem Schöpfer eintreten, der uns so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn sandte und für uns dahingab, damit wir uns ihm nahen können. Mögen wir Ausschau halten nach dem ewigen Frieden und Ruhe, die er uns geben möchte. Shalom, mein Freund. You can't handle the truth!